Hallihallöchen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt heute von Dude Missile. Missile Dude RPG heißt es. Tippen Sie auf Tap Missile. Ah, ist immer so geile Namen. Let's go. Schauen wir uns doch mal an, worum es denn in dem Spiel so geht. So, wir haben hier ganz, ganz viele Gene, die ausgespuckt oder eingesaugt werden. Ich glaube, die werden eingesaugt, ne? Katze. Und da ist eine Rakete, die wir jetzt schießen werden. Ah, okay. Das ist also ein Tap-Game. Alles klar. Für Tap-Games. Need to collect 400 minerals first. Upgrading a Launcher für 49 Kristalle. Wir machen also jetzt 2 Damage. Wir kriegen regelmäßig Kristalle, oder? Need to collect 400 minerals first. Was willst du von mir? Achso, ich drücke mal irgendwas. Kill enemies. Und wir können unendlich viele Gegner killen. Für jeden Gegner kriegen wir Kristalle. Kann ein kleines bisschen lauter machen. So. Stage 3. 400 brauchte ich, ne? Wir sollen ein paar Marinesoldaten anheuern, die für uns die Drecksarbeit machen. Die auch ein bisschen angreifen. Der Sensenmann. Ja, warte mal, 5 Damage. Ich mache leider nur 2. Das heißt, wir sollten also auf jeden Fall unseren Missile Launcher upgraden. Wenn wir mal noch diesen Gegnern hier machen. Upgrade. Launcher Damage 3, 4, 5, 6, 7 statt 2. Ich glaube, damit können wir sie ganz, ganz easy killen. Wir sollen 250 Gegner killen, glaube ich, an unsere Aufgaben. Gute Dämonen sind tote Dämonen. Stimpack, wir haben für 3 Sekunden ein Stimpack bekommen. Nice. Hat gepasst für diesen Gegner. Jetzt, wenn ich 256 mal tabbe, bekomme ich, ne, seht ihr links die Spritze über meinem Hero, bekomme ich das. Dieses Stimpack. Okay. Autofire Junkie Might Use Booster. Haben wir denn einen davon? Ich habe keine Ahnung. Earn XP to level up to increase laser lock duration plus 30 Sekunden. Für 180 Sekunden werden die automatisch geballert. Okay, das heißt, ich muss für 3 Minuten lang jetzt nichts klicken. Wir können, ja, wir kriegen 100 davon. Museum. Jetzt Portal Achievements haben wir. Oh, danke sehr. Wir nehmen mal Deutsche. Deutsche. Sprache haben wir mitgenommen. Leistung. Achievements, also gesammeltes Gas. Statistics. Statistics. Ja, Stimpack Lade Requirement. Also 256 Schuss muss ich machen, damit ich das aufladen kann. Rangfolge. Okay, lassen wir es einfach mal so mal. Ich würde sagen, wir aktualisieren einfach mal ein bisschen. Wir machen jetzt 16 Damage. Das heißt, oh, wir haben jetzt noch ein Stimpack dazu. Nice. Hat der immer noch 3 Minuten, ja? Ich glaube, ich dachte, ich bin der Meinung, ich habe gerade schon was gemacht, aber. So, und da schön ist. Leech-Invasion. Feinde töten, Leech trinken zu sammeln. Hellstone. Geschicklichkeitskunde für. Okay, wir können die sammeln. Maximal 500 können wir halten aktuell. Und auf geht's in eine Winterlandschaft. Ich möchte natürlich meine Bazooka noch etwas verbessern, ist ja klar. Aktualisierung. Lass mal, gehen wir weg da. 21, aber hier ist doch schon irgendwas. Guck mal hier, Stern. Ah ja, okay. Wählen Sie die Komponenten zu Ihrem Launcher. Allein plus 4% Schaden, Launcher Crit Damage plus 20%, alle Mineralien plus 3%. Das heißt, entweder kriegen wir mehr Ressourcen, wir machen mehr Crit Damage oder wir machen grundsätzlich mehr Schaden. Wir machen grundsätzlich mehr Schaden. Machen jetzt 23 Damage. Und da das Ding automatisch schießt und ungefähr 2,5 Minuten Collect Reward. Und wir kriegen dafür 10 von diesen Steinen, einen Gabel-Dämon-Kopf. Mhm. Und dann Patriot. Lassen Sie uns versuchen, eine neue Rakete ausstatten. Sie können maximum 3 Missiles ausstatten. Ja. Ausstatten, damit. Und ich kann jetzt sogar noch aufrüsten, oder nicht? Aktuell nicht, aber brauche ich die Steine, okay. Und er schießt jetzt regelmäßig immer was anderes. Mhm. Er schießt jetzt Gabeln und alles andere. Ding, 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 ding. Was haben wir denn hier Schönes? Werbung!
Please rotate the device to enjoy the experience. Lass mal. Nervige Werbung. Wir haben gesammeltes Mineral 6600 gefunden, verstecktes Uranium. Let's go, her damit. Und insgesamt Tabs 1000 schon. Dann machen wir weiter, mal lieber. Was haben wir hier? Bereits in Benutzung. Was haben wir da? Verdienen XP, um Stufe nach oben zu erhöhen. Mineral. Okay, lassen wir mal. Wir sollen 500 Missiles feuern. Im Prinzip auch sehr einfach. Und wir können jetzt natürlich hier weiter den Schaden erhöhen, ist ja klar. Was haben wir? Entriegelt bei Stufe 250. Und wir können insgesamt 7 davon. Swap Launcher. Basic Launcher, Kriegskommandeur, fährt 3 Missiles alle 2 Sekunden. Doomslayer, Apokalypse, soll ich alles noch nicht. Das kann ich alles noch nicht nutzen. Muss abwarten. Wiu, Stimpak, easy. Let's go, hau rein, die Kacke. Was haben wir da Schönes? Diablo. Jetzt haben wir 9 davon, bringt mir auch noch nicht viel. Wir können natürlich mehr Marine machen. 660. Aber ich kann den für 5000. Ich glaube, ich brauche mal 5000 eben. Um mir einen neuen Marine anzulachen. Ah, ich habe ja so wenig Marine-Unterstützung hier. Oh, wir können dann Reward collecten. Kill Boss. 3 Bosse soll ich töten. Schauen, ob ich das hinkriege. Müsste eigentlich so funktionieren, ne? Zeit zu mieten mehr. Nicht hired noch. Vermietung Spinnetank für mehr Feuerkraft. Da, Stimpak erstmal, sehr nice. Habe ich das Siege bekommen? Ja, habe ich bekommen. Sollte mit der Automatisch ein. Was macht das? 44 TPS, nice. Das ist viel. 44 Schaden pro Sekunde. Wir machen zwar noch ein bisschen mehr Damage, weil wir einfach diese Auto-Bazooka da haben. Raketen, die kann ich nicht aufrüsten, schade. Aber das hier kann ich weiter verbessern. Ding, 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 ding. So, einen Boss haben wir schon gekillt. 2 fehlen noch. Was haben wir hier? Lage nach Stufe 100 zu erreichen. Charge! Erledigt. Auf zur nächsten Ebene. Lage nach. Du hast... Ja, ja, okay. Google Play, danke. Was haben wir da? Lage nach der Verwendung von Dropport zu erreichen. Wir haben 8000 Gold und wir kriegen jetzt jedes Mal mehr, 3 Schaden oder so dazu. Mega viel. Ein Boss müssen wir noch. Auf Stage 60 ist dann der letzte Boss. Für diese Mission. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. 20 und haben wir immer noch. Und auch noch ein Stimpak. Leider ist es etwas zu früh. So, 7470 brauche ich für die Aktualisierung, quasi das Evolvieren. So, her damit. Feine, 100 Feinde killen. Ich hätte ganz gerne nochmal die Bazooka. Die ist sehr, sehr angenehm. Auto-Firing finished. Dann haben wir noch beides aktiviert. Doppelt so viele Kristalle und noch einmal die Bazooka. Und damit können wir auf jeden Fall dies hier. 82 Schaden auf. 86 Schaden. Botschaden, alleine hat einen Schaden. Wir machen das aber dazu. Okay, wir haben jetzt keinen... Achso, wir können trotzdem alles nehmen. Ah, verstehe. Wir können das einzeln aufleveln. Seht ihr das hier? Plus 8%. Ich dachte, man kann maximal 6 nehmen, aber das ist natürlich auch unlogisch. 100 Feinde sollen wir killen. Das ist natürlich schnell gemacht. Ding, 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 ding. Wie kriegen wir hier wieder? Ziemlich viel auf jeden Fall. Collect Reward. 250 Gegner wieder killen. Und Träger bei Stufe 250. Jetzt geben wir sogar 6 Schaden dazu pro Level ab. Können wir da Werbung? Nein, Leistung. Gefunden, versteckt Uranium. Auch noch mehr. Gesamtspielzeit 300 Sekunden, also 5 Minuten. Getötete Bosse. Museum. Wir haben noch nichts davon. Statistik. Zeig mir hier irgendwo mal die Klicks. Bisher nicht, wa? Keine Klicks werden hier angezeigt. Geschäft ist wahrscheinlich echt Geld. Geschäft. Für 100 Euro oder 100 Dollar. Bist du des Wahnsinns? Essen 2500 Dämons gewinnen. 475.000 Mineralien. Kaufen wir uns mal. Big Beautiful Missile zu lernen. Dies kann man fast alles auslöschen. Okay, 5 Minuten cooler hat das Ding.
Wir können das hier mieten. Für 2,4 mit 600 DPS. Können wir die irgendwie auch aufstufen? Weil die haben hier so eine... Ach, da tatsächlich. Ach, hier links steht's ja. Einheitenschaden plus 100%. Ja, wir machen es mal auf 25 ist ein bisschen viel, oder? Oh, wow, es geht schon. Piu! Infanterieschaden plus 10, Einheitenschaden plus 600%, Offizier verfügbar, allgemein verfügbar. Und das ist überall so, ne? Ja. Da würde ich ganz gerne meine Misa mal ein bisschen verbessern. Glaube ich, das mit dem ich am meisten spiele. So. Ich habe kein Gold mehr. Ja, man kann die Gegner nicht allzu einfach killen. Die haben immer eine kurze Unbesiegbarkeit, wenn sie gerade erscheinen. Bombard beginnt. Ich glaube, die Fee hat gerade dafür gesorgt, dass wir den Gegner bombardieren. 1700. Feinde killen. Gleich haben wir es erledigt. Die 250 Gegner. Ja, ich finde es doof, dass sie eine Unbesiegbarkeit schon mal direkt am Anfang haben. Und dafür gibt es nochmal... Dieser alte Drache ist erdrückend. Ja, das können wir natürlich machen. Guck mal, wir haben hier passive Wirkung Infanterieschaden plus Schusslauncher. Wir nehmen auf jeden Fall mit. Statt dem, da ist einfach Müll. Das hier haben wir auch noch. 20% Launcher-Schaden, alle Einheiten. Rüstungsschaden. Verwenden sie simultan häufiger bei Level 3. Gabel, Dämonenkopf. In dem Stand der Gabel, denke ich, nehme mir das mit. Leider können wir sie noch nicht aufrüsten, das ist ein bisschen schade. Ich bin den Boss gegner gekillt. Das geht aber schnell. Wird auch gekillt, während ich hier drin bin? Nee, ne? Dann geht auch die Zeit hier nicht weiter. Hm. So, wir können das aufrüsten. Boss schauen, alle Mineralien plus Gas plus... Was ist das Gas? Wir machen mal alle Mineralien. Das heißt, wir kriegen da mehr Mineralien dazu. Bei 1000 sind es immerhin 30, die wir dazu kriegen. Immerhin. So, 16 Millionen. 1 Million für das nächste. Natürlich müssen wir hier unser Dings weiter aufrüsten. Also auch hier wieder ein Eingang, was aber sehr interessant ist, aber halt nur, wenn man den Autobazooka hat. Also ich glaube nicht, dass man die Autobazooka irgendwann dauerhaft bekommt, war. Infected Kirsten, 99 Dollar, ihr seid doch irre, ey. Verwenden ohne 20 Laserlock Booster. Wir können Kisten hier kaufen. Hearthstone und Raketen. Hearthstone. Na, lass uns doch mal die Kiste mit Hearthstone kaufen. Eine Hearthstone Crate. Ich habe ja genug Raketen. 2490. Die können wir jetzt entsprechend aufrüsten. So. Anlegeffekt 75%, 25% mehr Schaden dazu. 5% Infanterieschaden. Und Stim-Lade-Requirement von 2 auf minus 4 Schuss. Das heißt, jetzt brauchen wir statt 256 nur noch 252. Oh ja, noch ein Verlies. Klopfen die Tür, wo Maneater ist. Verwenden Sie Key eingeben. Wir müssen mal davon 30 Sekunden besiegen. Wählen Sie Dungeon Mode und wertvoller Erstes per Runde die Upgrade Missile oder Einheit. Die Kiste enthält noch Level heutige Gebäude. Okay, was hat mir das Gebäude gebracht? Forschung regelmäßig abstellen, Launch Aktualisierung, Researching Zeit, Launcher Level plus 1. Ah, okay. Cool. Das heißt automatisch, mein Launcher kriegt hier immer ein Level Up dazu. Das ist cool, das ist witzig. Aber jetzt kommen wir zum nächsten, oder? Hier. Dieser Dungeon ist noch... Let's go. Wir müssen 150.000 Schaden machen, bevor er zu mir herankommt. Big Brain, was macht das? Okay. Kommt er näher, wenn ich das hier mache? Nee. Ah, er kommt näher hinein zu mir. No, ich habe hier, glaube ich, 5 Versuche, ne? Stimpack. Bam! Was steht da mit 5? 5 von 5. Boah, das ist ein bisschen Schaden, Leute. Wir können hier den Drachen noch aufrüsten. Ja, alleine hätten Schaden dazu. Und hier noch die Gabel. Ich glaube, die hat die auch aufgerüstet, oder? Oh ne, aber die müssen wir aufrüsten. Oder sollten wir aufrüsten? Kann sie auf jeden Fall. Kann ich die zweimal aufrüsten? Ich glaube nicht, ja. Egal, aber nehmt. Ich glaube, die Gabel haben wir nicht mehr. Ein paar Prozent haben wir jetzt dazu. Ja, können wir natürlich auch noch aufrüsten, aber lass mal, die benutze ich aktuell nicht. Wir müssen hier weiter verbessern, um mehr Schaden zu machen. Bei dem Dungeon.
Mhm. Diablo. Geht immer noch nicht. Da bräuchten diese Missile, ne? Die 3 Minuten, dann könnte man den Bossgegner wahrscheinlich killen. Easy going. Oder einfach unser Dings noch ein bisschen erhöhen. Unseren Schaden. Habe ich gerade ernsthaft 23 Schaden dazu bekommen? Zeit zum Bruchschädel. Wow, tatsächlich. Super viel Damage kriegen wir dazu. Bam, bam, bam. Können wir das vielleicht in den Dungeon mitnehmen? Ich glaube nicht, wa? Ich glaube, das funktioniert nur hier draußen. Okay, benutzen wir meinen Klicker eben. Dann geht das nicht. Lass mich mal ins Verlies nochmal gehen. Ich habe leider keine Kristalle mehr. Stampack! Das funktioniert ja. Wobei ich gerade. Ach, guck mal, das sind 5 Stück. Die sind hintereinander. Das nächste hat auch schon wieder 600.000 Leben. Das ist ja widerlich. Nur mal ganz kurz gucken, was, ob das funktioniert, ja? Ja, funktioniert. Okay. Wow, okay. Und die werden immer schneller. Je weiter ich den besiegt habe, desto schneller werden die. Wow, interessant. Wir sollen Feen fangen. 10 Stück. Am Arsch. Die kommen noch Ewigkeiten nicht. Discard aktuell suchen gewinnt eine andere Mission für 10 Uran. Ich weiß gar nicht, wo kriegt das Uran überhaupt her? Die Insekten, also stirb Insekten. Wenn wir es 10 mal angucken, ist die Dauer nochmal um 30. Das ist auch cool, dass das auch noch verbessert werden kann. Das finde ich cool, Leute. Das finde ich echt cool. Das finde ich nice. Das gefällt mir. Ja. Gut, also ein Tap-Game. Und die kriegen wir halt regelmäßig immer wieder. Achso, ja, alle 10 Minuten kriegen wir halt ein Level dazu. Mein Hearthstone und dieses Erzeug zu verwenden, Aktualisierung verwende. Okay. Zufällig eher einer trainiert wird. Forscher Perutsch produzieren Raketen. Dann könnt ihr, können wir natürlich die ganzen. Ich glaube, den haben wir schon, ne? Und dementsprechend müssen wir jetzt, ne? Die ganzen Riesenwürmer hier. Area 1 ist das. Das ist noch nicht das Ende. Gut, okay, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's gewesen mit Missile RPG. Ich danke euch fürs Zusehen. Wer das spielen möchte, im Videotitel steht der genaue Name des Spiels, zumindest in meinem Play Store. Kann sich das gerne mal angucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.